Hallo, Servus und grüß euch, herzlich willkommen zurück. Das hat jetzt doch etwas länger gedauert, als ich dachte. Gut, für euch ist es sowieso einen Tag wieder später. Für mich war es ja mehrere Tode später und so weiter und so fort. Aber ich konnte erfolgreich irgendwie mit Mühe und Not 51.000 Seelen zusammenklappen. Und ich würde gern was ausprobieren. Und zwar, Latena bleibt ja mehr oder weniger stabil stehen. Wobei, nee, wir bleiben bei unseren Skeletten. Moment, vielleicht können wir jetzt die Wölfe weg eliminieren, weil die haben uns das Leben gegen den roten Wolf ziemlich schwer gemacht. Mach's nicht gern, aber einerseits bekommen wir die dünnen Base den Knochen und andererseits, ja, ist der rote Wolf, wo auch immer der jetzt ist. Da ist er. Hallo, wir haben eine Rechnung offen. Wo sind meine Skelette? Scheiße! Okay, der ist ziemlich hardcore unterwegs. Heil dich! Oh, das war keine Sekunde zu spät. Heil dich nochmal. Nur ein Treffer noch. Es wäre ein Treffer noch gewesen. Marikas Pfahl. So. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich Bonfire wählen sollen. Dann reisen wir halt quickmäßig hin. Ja. Weil dort nämlich kein Marikas Pfahl in der Nähe ist. Muss ich halt aufpassen. Es ist halt immer unterschiedlich. Wenn wir den Marikas Pfahl finden und aktivieren, dann ja, dann können wir. Aber habe ich den nicht gefunden und aktiviert? Offenkundig nicht, aber. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo der da unten war, glaube ich. Naja, egal. Blöd ist, dass mich meine Skelette im Stich lassen haben. Wobei, vielleicht müssen wir den gar nicht bekämpfen. Wir reiten mal. Wir schauen mal, was sich da noch alles versteckt. Dunkelschmiedestein 5. Ja, wir haben den normalen Schmiedestein. Oh, Trinerslilie. Gräbertallilie wäre fein. Oh, das erinnert mich, Dark Souls 1. Ja, okay, wir müssen dorthin, weil da ist Feuer. Moment, ich muss zündeln, lieber Wolf. Scheiße! Einfach durch den Boden gepackt. Auch nicht schlecht. Ist mir noch nie passiert. Das ist ja mein größter Albtraum, dass wir irgendwo stecken bleiben, wo wir nicht sterben können. Aber da vertraue ich FromSoft schon so weit, dass sie zumindest solche Sachen irgendwie ausbessern. Aber ich denke, nach so vielen Stunden Spielzeit, wenn es dann irgendwo hängen bleibst und wirklich nicht mehr rauskommst, boah, das muss bitter sein. Ich meine, im Endeffekt. Das ist jetzt irgendwas Folge. Wo sind denn unsere Seelen jetzt?
Da liegen sie. Warum die Skelette? Alleine ist der echt mistig. Oder wir reiten einfach so weit. Da hinten ist wieder was zum Anzünden. Nice, na ja, schön. Au! Schädlingsbekämpfung! Keine Ausdauer mehr. Oh, du hast ja auch nochmal einen Streifer. So. Lassen die wenigstens kleine Knochen fallen? Nein, goldene Runen. Die schicken halt weiter, es geht sie nichts an. Komm da hoch. Mann. Na oh ja, vielleicht doch. Schade eigentlich. Moment, ich probiere das jetzt nochmal. Das würde mich interessieren. Ja, man kann hoch, aber wozu? Man findet nichts. Schade. Geht's noch weiter? Willkommen in der Bergsteiger-Doku. Gehe fast mal davon aus, das sieht ja auch irgendwie so nach Boss-Arena aus. Zwischen den beiden mit Anlauf reinspringen. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwelche Fackeln zum Entzünden haben. Und dann würde ich zur Abwechslung gern in der nächsten Folge, nachdem wir da jetzt schon rumgeklettert sind und das augenscheinlich funktioniert mit Torrent, den Turm von Kelet erklettern. Und mal schauen, ob wir es schaffen, dass wir Radans Rune freischalten, aktivieren. Alter Reißzahn, da unten ist was. Ein Bonfire. Nein, kein Bonfire. Verdammt. Du hast mich ordentlich reingelegt. Ich habe mir gedacht, hey, es leuchtet was, da ist ein Bonfire. Nein, das ist nicht. Silbertre, da ist ein Bonfire. Lost Grace. Aber noch sind wir, glaube ich, oben nicht fertig. Wir müssen noch schauen, ob dort, wo die rumgetanzt haben, wo so viele Gegner waren. Genau, das sind die Marika-Säulen. Oh, ist das ein Gegner? Nee, das ist eine. Da unten patrouilliert einer. Aber den können wir von da oben schön unter Beschuss nehmen, würde ich mal behaupten. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir schauen uns da nochmal da oben um. Walter Ahnen. Ich würde sagen, wie die Marines rein, Auftrag erledigen und raus. Falls da überhaupt was zum Erledigen ist. Aber dort bei dieser Partystimmung, wo so viel rumschicken. Ich weiß nicht, ob da nicht auch was zum Anzünden ist. Da drinnen. Wir schauen einfach mal. Ja klar, da hinten ist, ich sehe ihn ja schon, die Säule.
Irgendwo sammelt sich die Kraft in den in den gehörnten Überresten. Waren das die da? Au! So, ich kann nicht mit einem Schlag beide erwischen. Nein, eigentlich nur die. Das macht nichts. Du hörst jetzt auch auf zu singen. Sorry für die Brutalität. Gehörnte Überreste, was ist das hier? Kopf. Ja, Nona. Sorry. Okay, aber wir haben alle Säulen entzündet, die es zum Entzünden gibt. Keine Ahnung, wo sich jetzt gehörnte Überreste versammeln. Und wir probieren es nochmal. Wir triggern jetzt mal einen Wolf hier, oder? Ich muss zuerst quasi das Fußvolk loswerden, bevor wir uns an den großen roten wagen. So, vorhin konnte ich die Skelette holen, jetzt nicht mehr. Oh, so viele dünne Knochen. Ich verstehe das nicht, warum ich jetzt zum Beispiel niemanden holen kann. Es ging doch davor, ich konnte doch davor meine Skelette casten. Und zwar immer dann, wenn über dem Quick-Menü das Tor auftaucht. Zwei weniger. So, Wölfe wären weg. Jetzt müssen wir nur noch den großen Roten irgendwie hinbekommen. Okay, dann macht er zwei. Ja, auf diese Doppelattacke ist mistig. Eins. Nächster Sprung. Genau reingesprungen. Puh, das hätte ziemlich ins Auge gehen können. Hm.
Ja, genau reingesprungen, ne? Scheiße, schlechtes Timing. Super schlechtes Timing. Down. Na dann sammeln wir mal die Knochen ein. Ja, da liegt einer. Schmiedestein 4. Naja. So, was machen wir nun? Das Einzige, was mir einfällt, beim Bonfire dort aufs Dach springen. Oh, Glitzerding. Ah, da sind die beiden. Oder darüber. Schauen wir mal dort drüber, oder? Mehr schief gehen kann es nicht. Da könnte ich mir vorstellen mit Anlauf. Hat funktioniert. Geistertal Linie 5. Aha. Ja, und nun? Hoch versuchen und dann rechts. Okay. Goldene Rune 12. Oh Gott. Wenn wir zu weit springen, gehen wir im tiefen Wasser unter. Unter Garantie. Ein Fall für nur Chris zu Fuß? Nein, definitiv nicht. Chrysalia packt das nicht. Naja, gute Übung für einen Tower von Kelid. Ja, ich komme da nicht. Torrent stellt sich so komisch schief. Wie komme ich denn da hoch? Also wenn da nicht hinten geiler Loot ist, dann bin ich sauer. Ich komme da nicht hoch. Ich meine, da ist tiefes Wasser. Wenn wir da reinfallen, sind wir instant tot. So wie jetzt zum Beispiel. Aber ich, naja, wir probieren das jetzt nochmal. Oh, ich habe schon wieder Marikas Pfahl ausgewählt. Ist da unten nicht einer näher dran gewesen? Und vor allem, wo ist das jetzt freigeschalten? Das ist irgendwo, hat sich was getan und so. Autsch. Ah, da geht's hoch. Da waren wir noch gar nicht. Heiligenhornland. Hallo? Das ist ein Bossfight. Verschwinden die jetzt? Jetzt haben wir die Kacke am Dampfen. Wo sind wir denn jetzt? Okay, wenigstens können uns die nicht in den Rücken fallen. Finde ich auch okay. Na, Kampfposition einnehmen. Nebel durchqueren. Königlicher Ahnengeist. Ja, flieg halt einfach irgendwie außerhalb von meinem Einzugsgebiet rum, ne? Versteck dich.
Are you serious? Kann ich reiten? Nein. Okay, er ist ziemlich immun gegen meinen Blutungsschaden. Aber ich bin einfach nur zu weit weggestanden. Okay, also nicht immun gegen meinen Blutungsschaden. Ich muss halt nur nah genug ran. Autsch! Ja, da weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Direkt reinholen ist kacke. Und direkt in die Hufe rennen ist auch kacke. Er ist halt auch so riesengroß, ich treffe ihn ja nicht. Okay, das schaut nicht gut aus. Der hat sich geheilt. Das nenne ich jetzt mal Bitch Move. Echo des königlichen Ahnen. Baba. Ja, ich weiß nicht, gibt es da was zum Entdecken? Ist doch ziemlich weitläufig. Reiten kann ich nicht. Heiltränke hätten auch was Kettleberg gehabt. Ja, war ein optisch imposanter Fight. Und wenn man nicht ganz so nervös ist und panisch, so wie ich dann irgendwelche Button smasht, geht's auch. Ich lauf's einfach mal ab, aber ich glaube schon langsam, da ist nichts. Aber irgendwo muss ja auch zumindest einen Ausgang geben. 28.000 Seelen. Ist okay. Ja. Na gut, ich glaube, diese Wanderung dauert etwas länger. Dann schnappen wir uns aber auch noch den anderen im ersten Teil von Sephora. Ich schätze mal, dass der sogar noch leichter sein wird, weil der ja eigentlich vor dem kommt. Bitte lass das den Ausgang sein. Was leuchtet da? Blutfleck. Ja, ich muss nach der Session offline spielen. Das mit den Messages und den Nachrichten, das ist verwirrt. Zieg mal. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Okay, wir können uns raus beamern. Aber ich check's halt nicht. Kein Bonfire, kein gar nichts.
Ich laufe jetzt einmal genau ins Center. Normal ist irgendwie, taucht im Center irgendwas auf. Versuch's zumindest mal. Kann ich mich da? Ja, wir müssen den ganzen Weg dann nicht zurücklaufen. Wir können uns da eh auch beamen. Da! Na bitte. Ja, war interessanter Fight. Optisch cool. War hübscher Gegner. Kann ich jetzt gleich nochmal rein, oder was? Ne. Sorry, Leute. Gut. Was haben wir denn? 86 Minuten. Wir schnappen uns den anderen auch. Den wollte ich ja schon länger machen, aber ich bin jetzt hochmotiviert. Schickt man den auch zu den Jagdgründen. Mal schauen, ich gehe mal davon aus, dass der leichter ist, weil den hätten wir eigentlich vor 30 Folgen schon bekämpfen können. Und ja, ich bin gespannt. Und dann hätten wir beide, dann hätten wir zwei Bosse in einer Folge, es wäre cool. Helikornland. Mal schauen, was der so drauf hat. Ich hoffe, meine Theorie stimmt, dass der leichter ist. So, nehmen wir die Skelette wieder. Wobei die eigentlich nicht wirklich viel ausgerichtet haben gegen ihn. Kann ich dich vergiften? Den Move kennen wir. Oh, der steckt um einiges mehr Schaden ein. Der hält auch nicht ganz so böse aus. Ja, wie ich ihm genau unter die Hufe laufe, ne? Das Problem ist, wenn man schleißig wird, kann es ja recht schnell vorbei sein. Ich muss ihn nur erwischen, bevor er sich heilt, weil das ist dann zart, wenn man nochmal ging und so. Down. Okay, der war wie zu erwarten um einiges leichter. Ahnen junger Asche. Na dann, suchen wir den Ausgang. Ah, dann hätten wir die beiden erledigt. 44.000 Seelen. Wäre eigentlich fast schon wieder ganz gut für einen Cut, obwohl wir nur eine 30 Minuten Folge haben. Wir können eines ausprobieren. So. Da liegen ja jetzt auch nicht so wenig Seelen rum. Aber. Na, ist kein Dungeon. Wir könnten uns zurückbeamern. Ja, mal schauen. Wenn der Fuchs wieder da ist, ist mir das zu riskant. 44.000 Seelen ist jetzt wirklich nicht wenig. Also Fuchs, Wolf. Nein, der ist scheinbar nicht mehr da. Wir schauen, dass wir die Seelen noch dazu bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren, aber da haben wir ja den Wolf besiegt. Liegen die ja auch herum. Weil wäre ja zu fein gewesen. Da links.
57.000 Seelen. Wir könnten leveln. Frage ist, was sich da dahinter versteckt. Ich würde ja gerne, ich würde es ja gerne rausfinden, aber da, ich kann auf der Mauer nicht manövrieren. Jetzt. Ja, scheiße, Leute, wenn das schief geht. Ich habe den Sprung schon einmal geschafft. Ich schaffe ihn sicher nochmal. Das will ich nicht riskieren. Wir werfen einen ganzen Level weg. Weil wenn das dann auf der Seite liegen bleibt, dann muss ich den Sprung nochmal schaffen. Und das ist Hardcore. So, Stufenaufstieg. Ich würde tatsächlich auch gern den Geist auf 20 bringen. Arcane haben wir auf 20. Geschick haben wir auf 20. Ich glaube, würde uns mehr Immunität bringen. Stärke allerdings nochmal ordentlich, dass wir nochmal ordentlich austeilen können. Wie ist das mit Arcane? 284, heilig und Entdeckung steigt. Entdeckung ist übrigens, wie oft man Items droppt oder Rare Items findet. Dann würde ich fast sagen, wir gehen tatsächlich Arcane-Energie nochmal hoch. Weil das auch mit unserem Blutschwert skaliert. Oder unser Blutschwert mit Arcane skaliert. So, 4865 Seelen haben wir instant wieder zusammen, wenn es schief geht. Da könnten wir auch noch hochschauen. Ich bin jetzt seit dem Erlebnis mit Lyandell, dass wir da einfach so komplettes Gebiet übersehen haben, einfach weil ich nicht die Klippen hochgeritten bin, jetzt ein bisschen vorsichtiger. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie man da hochkommen könnte. Und schauen wir mal. Wir müssen da irgendwie raufkommen. Tun wir das? Nicht wirklich. Okay. Ich versuche nur gerade mal abchecken, wo wir als nächstes langlaufen. Das heißt aber, nachdem da das Bonfire ist, das so gar nicht leuchtet, können wir eigentlich wirklich nur versuchen, darüber aufs Dach, weil da haben wir dann zumindest die Stadt. Vor den Dingern da oben habe ich Angst. Und wir versuchen jetzt die letzten Minuten das Unmögliche wahrzumachen. Einen Pferdestunt vom Feinsten. Wetten, das gelingt mir jetzt nie wieder. So. Jump, 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 jump. Das bringt uns ja auf der Seite gar nichts. Und auf der Seite, da müssten wir, glaube ich, zu... Ja, da kommen wir nicht. Da, wo ihr Kopf ist, das ist zu weit weg. Wir müssen da starten. Das heißt, wir müssen da lang. Na, großartig. Der Torrent reagiert auch manchmal extrem bockig. Kann ich aber nachvollziehen. Würde ich genauso da an der Stelle. So, und jetzt ein Doppelsprung dort drüber über die Pfanne und dann sind wir drüben. Yay. Dafür, dass uns der jetzt wahrscheinlich bitterböse in den Arsch versohlt. Guten Tag. Können wir das friedlich regeln? Nein, können wir nicht. Du bist eine von diesen Sängerbräuten. Okay. Sorry. Kopf eines jungen Ahnengeists. Ist das ein Helm?
Ja, wir haben Godrix-Rune und Dings, aber Radans-Rune müssen wir freischalten. Ich würde fast sagen, nächste Folge gehen wir ein bisschen nach der Jump-Action mal ein bisschen rumspringen. Beziehungsweise wir schauen uns in Luyendale das offene große Tor an. Weil da geht es dann noch zu einem Kartenbereich, den wir noch nicht kennen. Dann hätten wir den auch entdeckt. Ja, da sind die Bögen. Flaschenzug. Ich wär in Compound-Bogen hochleveln. Weil der Reichweite 55 hat, was geil ist. Und das ist eben der Vergleich. Drachenschild plus 12 hat 132 plus 42. Und unser Messingschild plus 12 hat 142 plus 45. Also um einiges besser, aber halt auch schwerer. Glänzendes gehörntes Stirnband. Das könnten wir uns mal aufsetzen, einfach so. Just for fun. Ein Konsumgut. Keine Ahnung, was das jetzt war. Speerfeuer habe ich versucht, aber das geht nicht auf den Bogen. Zur Verwendung mit leichten Bögen, aber auf meine Bögen geht's nicht. Scheinbar sind die, gelten die nicht als leichte Bögen oder ich, keine Ahnung. Muss ich mir nochmal in Ruhe ansehen. Tibias Ruf. Ja, aber dazu Weisheit 38, Glaube 20. Nachdem wir kein Magic Build sind, ist das natürlich sehr weit weg von Gut und Böse. Ich weiß gar nicht mehr, nach was wir suchen. Klangperle des Geistertal-Lilienpflückers. Gibt dazu für neue Objekte. Was können wir denn dann kaufen? Oh, wir können Geistertal-Lilien kaufen. Okay, wir haben einen Plan. Wie ging das? Y? Nein. Y? X? X? Y? Wurscht. Tafel der Gnade. Wir können unsere Skelette hochleveln. Hoffe ich. Glaube ich. So. Die Klangperle abgeben. Und schauen wir mal, vielleicht haben wir auch neue Dialogoptionen. Geistertal-Lilie 3, 2. Und 1. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir haben, aber ich wollte ja sowieso zu Roderica. Einfach mal, um wieder ihre Stimme zu hören. Hast du was Neues? Er ist nichts Neues. There are four more demigods. Nicola of the Helig Tree. The honor. His twin, Melania. Luna Princess Rani, daughter to Rand. Rani is said to have cast us all here at the Hold. If you should learn, I'll trade you for. We both desire such. Ja, kannten wir schon. Rani ist ja eine von den großen Eldenfürstinnen gewesen, hat aber ihre Macht, ihre Rune zurückgegeben. Damit steht sie nicht auf unserer Abschussliste. Roderica, my dear. Greetings, are you here for spirit? Gräbertal-Lilie 6. 4. Bis 3 können wir kaufen. Ich hätte schwören, haben wir nicht eine 5er und eine 6er oder waren das wieder irgendwelche anderen? Ich muss mal schauen, wo wir die farmen können und so. Schade. 38 Minuten. Dann. Na, das machen wir in der nächsten Folge. Da bin ich ja beim Leveln drauf gekommen. Wir müssen da starten, beim Straßenbalkon, weil das Tor, da das Tor ist offen. Oder wollen wir, nein, ich will neue Gebiete entdecken. Ich meine, wir entdecken da unten Brunnen von Sifora in der alten Stadt von Noskro ja auch irre viel neue Gebiete. Aber ja, ich weiß nicht, mich zerspragelt's. Wie gesagt, Open World Problematik, ich möchte alles auf einmal entdecken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir das tun. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.